der Führer. Dieser Himmler, was für ein aufgeblasener Hanswurst. Bonzen. Überall Bonzen. Könnte einem speiübel werden, nur vom Hinsehen. Das heißt, der Führer wird heute noch Clausewitz ausgeben. Berlin als Frontstadt. Er wird die Stadt nicht halten können. Berlin ist am Ende. Wenn der Führer hier bleibt, dann wird das ganze Reich mit ihm zusammen in den Abgrund gerissen. Das müssen wir ihm ausreden. Sprechen Sie doch einmal mit dem Hebel. Der Führer mag den Hebel, ist der einzige Diplomat, der noch Einfluss auf ihn hat. Hebel hat alles versucht. Glauben Sie mir, ist das sinnlos? Na, dann sprechen Sie doch einmal mit Ihrer Schwägerin. Warum nicht? Sie sind verheiratet mit der Schwester von Eva Braun. Das macht Sie praktisch mit dem Führer verwandt. Da muss halt alles versucht werden. Berlin ist praktisch von den Russen eingekesselt. Sie sind ja noch jung. Sie werden ja bald fort. Wollen Sie in der Stadt umkommen? Bestimmt nicht. Dann ist die 9. Armee verloren. Mit welchen Kräften, mein Führer? In einem Krieg wie diesen gibt es keine Zivilisten. Die 9. Armee ist nach Norden hin bewegungsunfähig. Die Feindkräfte übersteigen unsere Mannschaften um ein Zehnfaches. Ah, Monke. Aber mein Führer, die 12. Armee marschiert nach Westen, Richtung Elbe. Dann soll die Armee im Kehrt machen! Dann entblößen wir die Westfront. Haben Sie noch Zweifel an meinem Befehl? Ich glaube, ich habe mich klar genug ausgedrückt! Ich habe den Gefechtsstand nicht verlegt! Nach Westen, wir sollen nach Westen! Wie sollen wir hier noch führen? Ich stehe 1000 Meter vor dem Feind! Die kommt rein! Herr General! Volle Deckung! Ich soll erschossen werden. Was? Wieso denn? Man glaubt, ich hätte meinen Gefechtsstand von Südosten vom Feind weg nach Döberitz im Westen verlegt. Wer vernünftig, Herr General? Kommen Sie mit. Jeder Kontakt zum alten Fallschirmjäger ist abgebrochen. Ich muss den Führer sprechen. In welcher Sache? Ich soll erschossen werden. Warten Sie hier. Die Waffen bitte. Hier nicht. Wache 2. Verstanden. Herr General? Sie nicht. Schau mal, wer da kommt. Was wäre? Heil Hitler! Heil Hitler! Was geht hier eigentlich vor? Warum soll ich erschossen werden? Sie wissen von dem Befehl des Führers, dass ein Ausweichen nach Westen für alle ausdrücklich verboten ist. Offiziere, die sich dieser Anordnung nicht bedingungslos fügen, sind festzunehmen und augenblicklich zu erschießen. Wovon reden Sie? Meine Einheiten stehen seit Tagen in schwersten Kämpfen. Mein Gefechtsstand ist 1 Kilometer von der vordersten Kampflinie entfernt. Weiter. Sehen Sie das? Ich verbitte mir Ihren schnottrigen Tod. Und jetzt tun Sie, was Sie nicht lassen können. Ich glaube, Sie sollten die Sache dem Führer selbst vortragen. Kommen Sie mit.